Wie Sie ja bereits wissen, ist in Wabi Profi 3 sehr, sehr viel miteinander verknüpft. In diesem Video wollen wir uns den Warengruppen zuwenden, die Sie über Anwendungen, Artikel, Warengruppen erreichen können. Oder Sie können bei der Anlage eines Artikels, also sprich Neuanlage, oder bei der Editierung eines Artikels jederzeit auf den Button mit den drei Pünktchen klicken, um zu den Warengruppen zu gelangen. So, ich gehe jetzt, mach das mal so, gehe jetzt mal auf Anwendungen, Warengruppen, damit wir nicht zu viel Fenster offen haben, damit es Sie nicht irritiert. Zugleich mache ich jetzt unser Fenster ein bisschen größer, damit Sie vielleicht es besser sehen. So, die Warengruppen relativ simpel, machen wir sofort anhand eines praktischen Beispiels. Wir legen eine neue Warengruppe an. Wenn Sie wollen, können Sie Ihrer Warengruppe eine Nummer vergeben. Wenn Sie sagen, ist doch mir egal, ob die jetzt die Nummer 500 hat oder die Nummer 300 hat, dann lassen Sie die Warengruppennummer einfach frei. Denn die Verknüpfung und die Zuordnung von Warengruppen, Lieferanten, Einheiten und sonstigen Dingen erfolgt immer über die sogenannte interne Nummer. Und das ist genau auch der Grund, warum die interne Nummer bei der Anlage, Neuanlage oder bei der Editierung disabled, also nicht aktiv ist, weil Wabi Profi 3 intern sicherstellt, damit die Nummernkreise, die Sie verwenden, eindeutig sind und nicht verändert werden können und somit eine eindeutige Zuweisung gewährleistet ist. Und die Gruppennummer ist allein für Sie, dass Sie sagen, ich mache jetzt zum Beispiel die 155, das sind jetzt Schottenröcke, weil Sie wollen, dass Ihre Schottenröcke, auch nicht schlecht, Schottenröcke, weil Sie wollen, dass die Röcke von 150 bis 160 Warengruppennummern tragen. Das können Sie natürlich frei entscheiden. In der nächsten Eingabemöglichkeit des Mehrwertsteuersatzes haben Sie die Möglichkeit, einen Standard-Mehrwertsteuersatz für diese Warengruppe auszuwählen. Warum das so ist, möchte ich nur ganz, ganz kurz anreißen. Standardmäßig ordnen Sie einem Artikel einer Warengruppe zu. Okay, es heißt aber nicht zwangsweise, dass der Artikel den Mehrwertsteuersatz der Warengruppe erbt. Es kann also rein theoretisch sein, dass ein Artikel, der der Warengruppe Schottenröcke angehört, durchaus mit 7% belastet ist. Okay, aber Sie haben in Wabi Profi 3 die Möglichkeit, einen fliegenden Verkauf zu machen. Was ist ein fliegender Verkauf? Ganz einfach, machen wir ein praktisches Beispiel. Sie kriegen Ware, zack, Sie machen den Karton auf, kommt der Kunde, hey, toll, den Artikel will ich haben. Und jetzt sagen Sie zu ihm, ja, kommst in einer halben Stunde wieder, ich muss ihn erst einpflegen. Schwierig. Oder Sie könnten sagen, mir doch egal, dann mache ich einen Warengruppenverkauf. Weil bei einem Warengruppenverkauf können Sie sofort den Artikel auf die richtige Warengruppe verbuchen. Das heißt, der Umsatz fließt in Schottenröcke ein. Und Sie müssen lediglich beim Wareneingang dann berücksichtigen, dass natürlich die Eingangsmenge und die verkaufte Menge sich reduziert hat. Also das heißt, wenn da 10 gekommen sind, dann sind es halt nur noch 9 im Eingang. Aber so können Sie ganz, ganz schnell dem Kunden etwas verkaufen. Sie haben es in der Kasse eingebucht, alles ist korrekt verbucht. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass Sie unter Umständen vergessen. Kann ja sein, im Eifer des Gefechts das einzugeben und dann sagen Sie, ja, was war jetzt das wieder? Und wenn Sie da 1000 Artikel im Wareneingang haben, dann wird es vielleicht schwierig zu reproduzieren, was war denn der Artikel, den Sie gerade verkauft haben. Okay, Provisionssatz. Hier geben Sie ein, bei einer Provisionsaktivierung, wie viel Prozent der Benutzer auf diesen Artikel erhalten soll, wenn er einen Warengruppenverkauf tätigt. Denn auch in Wabi Profi 3 können Sie ja für einen Artikel festlegen, also einen festen Artikel im Artikelstamm, wie viel Provisionssatz Sie dem Verkäufer geben wollen. Und bei einer Warengruppe können Sie es auch hinterlegen. Für Auswertungen von Gewinnermittlungen ist es hier wichtig, dass Sie eine Circa-Kalkulation eingeben, denn wie gerade erwähnt, ein Warengruppenverkauf ist ein fliegender Verkauf einer globalen Gruppe ohne konkrete Zuordnung. Das heißt, Sie verkaufen halt einen Rock, aber Sie wissen nicht, war das jetzt der Rock in der Größe 34, 36 oder 38. So, deswegen für Auswertungszwecke und für Gewinnermittlungen hier ungefähr angeben, wie der kalkuliert ist. So, Warengruppe nicht rabattfähig bedeutet, wenn Sie Rabatte vergeben und einen Warengruppenverkauf tätigen, werden eventuell angewandte Rabatte auf diese Warengruppe unberücksichtigt gelassen. Aber da machen wir gleich überall noch ein Beispiel dazu, ist jetzt nicht so dramatisch. Also ich sage, ich will da einen Rabatt drauf haben und den Artikel will ich natürlich in meiner Touchscreen-Kasse angezeigt haben. Jetzt speichere ich das Ganze. So, dann habe ich es drin. Schottenröcke, cool. Jetzt kann ich hergehen und in meiner Kasse, das mache ich jetzt einfach mal,
Schottenröcke. Sehen Sie es? Jetzt haben wir hier die Kategorie Schottenröcke. Aber Röcke ist hier nicht drin. Warum ist Röcke nicht drin? Weil wir gesagt haben, dass in den, hier bei den Warengruppen, wir gehen auf Röcken, Ende Doppelklick und sagen in Touchscreen Kasse anzeigen, speichern, ja. Und nun wird die Kategorie oder unsere Warengruppe Röcke, na, hier in der Kasse angezeigt. Also das ist simpel, das funktioniert sehr gut. Und das Schöne ist es, Sie können wirklich hier nur die Warengruppen aktivieren, für die Touchscreen-Kasse wohlgemerkt, die Sie auch wirklich benötigen. So, und um Ihnen das auf die Schnelle zu zeigen, weil der Verkauf ist eigentlich ein separates Video, sage ich hier einfach mal speichern. Nicht rabattfähig, vielleicht noch ein Wort dazu verlieren. Wann sollten Sie das verwenden, wenn Sie sicher sind, dass eine Warengruppe, die Sie verwenden, natürlich nicht rabattiert werden soll? Und ganz wichtig, bei Verwendung von Presseerzeugnissen. Denn bei Presseerzeugnissen oder bei Buchartikeln haben Sie meistens Preisbindungen. Und eine Preisbindung sagt einfach, okay, so wie es draufsteht, das kostet es. Um zu vermeiden, dass Sie hier irgendwelche Schwierigkeiten bekommen oder vielleicht mit Ihrer Kalkulation, das heißt zu wenig dran verdienen, können Sie einfach sagen, hey, diese Warengruppe ist nicht rabattierfähig. Denn Barbie Profi 3 kann natürlich mit Presseerzeugnissen umgehen. Ja, ich weiß, ich schweife jetzt hier ein bisschen aus, aber das will ich Ihnen trotzdem kurz zeigen. Ich habe jetzt hier eine Zeitschrift vor mir liegen, die nicht im System eingepflegt ist. Und Barbie Profi 3 kennt diese Zeitschrift nicht. Ich scanne drüber, aber Barbie Profi 3 weiß sofort, das ist ein Presseerzeugnis. Das ist, wie gesagt, ein anderes Video. Und da habe ich jetzt gerade die .NET Pro, das ist eine Entwicklerzeitschrift vor mir liegen. Die halt, was kostet die? 14,90. 14,90, stimmt. Wie gesagt, damit kann Barbie Profi 3 auch umgehen. Und an dieser Stelle sei vermerkt, dass grüne Punkte einfach sagen, ich bin eine Warengruppe. Wenn ich jetzt eine Warengruppe verkaufe, um unser Beispiel von vorhin aufzugreifen, der Kunde steht da und sagt, hey, toll, will ich haben. Jetzt sagen sie nicht, komm in einer Stunde wieder, bis ich alles eingepflegt habe, sondern sie sagen, okay, dann gebe ich hier halt, stell den Artikel. Dabei klicken sie die Warengruppe mit gedrückter Steuerungstaste in der Kasse an, geben die Stückzahl ein und den Preis. So, nun haben sie Schattenröcke verkauft. Zack. Und hier haben sie auch einen grünen Punkt. Dann weiß Barbie Profi 3, aha, das ist eine Warengruppe. Wenn wir das gleiche bei unseren Röcken machen, Steuerung, Klick auf Röcke, ein Stück mit 20 Euro, na dann sagt er hier 20 Euro, absolut cool. Und das Schöne ist das, Sie könnten jetzt hier, ich klicke jetzt mal auf Festplatten, hergehen und sagen, das war ein Stück mit 50 Euro und könnten aber dann einen eventuell differierenden Mehrwertsteuersatz auswählen, indem Sie sagen, hier übernehmen. Und dann haben Sie einen freien, fliegenden Verkauf getätigt. Und das ist wirklich cool und das ist total easy, weil Sie dann auch mal schnell eine Ware verkaufen können, die Sie vielleicht nicht zwangsweise im Artikelstamm eingepflegt haben, weil Sie davon einmal 5 Stück gekauft haben und jeder und das Teil kostet vielleicht 30 Cent im Einkauf und das wollen Sie halt nicht als separaten Artikel anlegen. Was Sie aber sollten an dieser Stelle, das sei mal vermerkt. Also das heißt, so können Sie Warengruppen anlegen, Warengruppen verwenden und zu guter Letzt macht natürlich Barbie Profi 3 folgendes: Anwendungen, Artikel, Warengruppen. Das heißt, ich mache schnell eine neue. Ich sage jetzt mal, die 150 will ich vergeben, da gebe ich ihm irgendwas, ganz egal. Ich sage speichern. Dann sagt Barbie Profi 3, dass es diese Warengruppennummer schon gibt, ja, und Sie doch bitte eine andere nehmen sollten. Das heißt, nun können Sie hier erneut hier reingehen, können eine korrekte Nummer eintragen und dann erneut auf Ändern und Speichern klicken und das war's.